Hallo, mein Name ist Peter König. Heute wollen wir uns mal mit dem richtigen Aufwärmen für das Golfspiel befassen. Ich meine jetzt nicht diese einmalige Dehnübung kurz vor dem ersten Abschlag, sondern wie wärmt man sich richtig auf, um fit fürs Golfspielen zu sein? Bis gleich. So ein richtiges Aufwärmen setzt sich aus drei Teilen zusammen. Das erste ist die Pumpe in Gang bringen, also das Herz-Kreislauf-System zu aktivieren. Dann kommen spezielle Mobilisierungsübungen für die Muskeln, die wir beim Golf verwenden, und zum Schluss wirklich golfspezifische Übungen. Okay, fangen wir an. Also die Pumpe bringen wir am besten in Gang, indem wir ein bisschen auf der Stelle laufen. Man kann auch andere Übungen machen. Man kann Hampelmann machen, weil das die seitliche Muskulatur auch aktiviert. Dann auch so ein bisschen Rotationsbewegung, ja, also nach Klitschko ein bisschen Boxen. Oder mal nur die Hüften drehen. Gut. Daran anschließen sich Körperrotationen, wo wir vom Sprunggelenk bis in die Schultern, aber auch Arm und Hände mitdrehen. Jetzt können wir auch ein bisschen Körperwinkel mit reinnehmen, also mit einem Arm Richtung Ball zeigen. Und Überkreuzbewegung, also rechter Arm an linkes Bein, linker Arm an rechtes Bein, um ein bisschen die Hemisphären miteinander zu verbinden. Okay, Beine und Arme brauchen wir beim Golfspielen auch. Also Schritt nach vorne, Arme hoch, dasselbe Bein, Schritt zurück, Arme runter. In der Regel mache ich das immer so viermal zu jeder Seite. Wenn es kälter ist, kann man mehr machen. Aber darunter sollte es eigentlich nicht sein. Okay, jetzt geht es um was Spezifischeres. Wir wollen die Brustwirbelsäule ein bisschen mobilisieren. Dafür bringen wir also die Beine zur einen Seite, das rechte Bein nach rechts zum Beispiel, und die Arme nach links. Und jetzt verdrehen wir beides, also die Arme kommen rechts und das Bein nach links. Und wieder zurück. So mobilisieren wir die Brustwirbelsäule, die wir ja beim Golfspielen auch brauchen. Okay, das Ganze auch in die andere Richtung, also linke Bein nach links, Arme nach rechts. Okay, dann brauchen wir natürlich auch die Hüftrotatoren, also auf der Ferse den Fuß nach außen drehen. Beziehungsweise den anderen Fuß. Und natürlich auch ein bisschen breiter stehen und die Füße nach innen drehen auf der Ferse. Als wenn man eine Zigarettenkippe ausdrücken würde. Bleibt zum Schluss nur noch spezifischere Übungen, das heißt, wir nehmen zwei Schläger. In dem Fall Pitching Wedge und 9er Eisen. Stellen die Schlägerköpfe hintereinander, legen die Griffe übereinander und fassen von oben einfach drumherum, ganz grob sozusagen. Und dann beginnen wir mit kleinen Schwüngen hin und her. Die Arme sind immer locker, der hintere Fuß dreht sich mit zum Ziel und so wird die Bewegung größer. Die Arme sind locker, der Körper dreht sich. Wir können auch dabei den Boden treffen und der Schläger zieht uns schon in die richtige Position. Und jetzt sind Sie fertig, richtig vorbereitet und können Ihre Schläge beginnen. Klein anfangen, konzentriert, immer mit Ziel üben, dann wird's was. Viel Spaß dabei.